Sie warfen das Los und verteilten seine Kleider unter sich. So lautet der Bibelvers zur heutigen Station aus Matthäus 27. Herzlich willkommen in der Kleiderkammer des Lisbeth-Treffs. Der Lisbeth-Treff bietet Wohnungslosen und von Wohnungsnot bedrohten Frauen einen Raum und Unterstützung zur eigenständigen Lebensführung und Lebensplanung. Hier können Frauen andere Frauen treffen, miteinander reden, sich ausruhen, Kaffee und Tee trinken, Spiele spielen, Second-Hand-Kleidung erhalten, Duschen nutzen, Wäsche waschen und bei Bedarf in die Frauenberatung oder zu anderen Fachberatungsstellen vermittelt werden. Diese Einrichtung ist eine von über 100 Einrichtungen und Diensten des Caritasverbandes Frankfurt. Zum Lisbeth-Treff kommen Frauen unterschiedlicher kultureller Herkunft. Oft leben sie alleine, haben psychische oder körperliche Leiden. Gemeinsam ist ihnen die Erfahrung von Wohnungsnot und die Angst vor Wohnungsverlust und Armut. Der Treff ist dienstags und donnerstags geöffnet. Die Besucherinnen finden hier einen Raum der Begegnung und der Wertschätzung. Der Vers heute hat, denke ich, ganz viel mit Würde und mit Wertschätzung zu tun. Die Soldaten teilten Jesus Kleider untereinander auf. Dazu warfen sie das Los. Eine Verfahrensweise, die üblich war, um Entscheidungen zu fällen, die anders nicht auf gerechte Art und Weise herbeigeführt werden konnten. Doch das eigentliche Dramatische ist davor geschehen. Sie zogen Jesus seine Kleider aus. Sie erniedrigten ihn. Sie demütigten ihn. Jemanden seine Kleidung, sein letztes Hab und Gut, welches er an sich trägt, zu nehmen, ist entwürdigend. Wenn ich nun an die Frauen denke, die mir im Arbeitsalltag begegnen, dann ist ihnen Kleidung ganz wichtig. Ich denke, das hat etwas mit dem Bedürfnis zu tun, die eigene Würde zu bewahren. Vielen wohnungslosen Frauen sieht man ihre Situation nicht an. Sie sind darauf bedacht, nicht aufzufallen, sich zu pflegen, sich zu kleiden, sich gut zu kleiden. Ja, und was macht dieser Vers mit mir persönlich? Mich macht er demütig und zugleich auch dankbar. Dankbar für all die einfachen Dinge in meinem Leben, die mir ein gutes Gefühl geben, wie ein schönes Kleidungsstück. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.